Moin moin und willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren Part Let's Play Risen hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Im letzten Part haben wir den Mörder von Hemla ertappt. Wir haben sein Gesicht endlich persönlich zu Auge bekommen. Und wir kannten ihn schon vorher, war klar, aber diesmal haben wir frischer Tat ertappt, wo er uns ermorden wollte, weil wir einen kleinen Trick gemacht haben. Wir haben diesmal die Krautstängel verkauft an 10 Leute und so wurde er auf uns aufmerksam und es war Meister Bronco. Wir haben dann gegen Bronco gekämpft. Ich bin dann aus Versehen aus dem Raum raus, um mich zu heilen, bin dann die Treppe hoch und dann hat uns Vitus halt gesagt, dass er sich jetzt um Bronco kümmert. Ich bin dann in den Dialog einfach rein. Bronco stand da noch mit gezückter Waffe und ja. Bisschen ärgerlich, ich hätte Bronco eigentlich gerne zur Rechenschaft gezogen, aber er ist anscheinend abgehauen und vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann nochmal wieder. Und jetzt hat Ignazio uns aber gesagt, hat dann schon vorher gesagt, wir haben das Recht jetzt eigentlich nach draußen zu gehen und Pallas, du bist der Torwächter, mach das Tor auf für uns bitte. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sagt, das geht in Ordnung. Schön, schön, dann soll das Tor von nun an offen sein. Ach, ganz offen. Okay. Was ist? Läuft. Das bleibt jetzt immer offen, okay? Na dann? Hey. Das ist zu riskant. Ah. Ach, hier hinter dir ein schreckliches Monster. Touché, Paul, touché, deine schrecklichen Monster. So, was machen wir jetzt als erstes? Moment. Ich will jetzt erstmal gucken. Aktuell. Überfälliger Lagebericht. Severin mit seinen Kollegen. Alles, was Heilung bringt, alles, was sich niedernagelfest. Okay, das Heilung-Ding, das haben wir. Da unten gibt's eine Höhle. Ist das die Höhle mit der Panzergrille? Hier muss es irgendwo eine Höhle geben. So ein bisschen da müssen wir uns halten. Ach, guck mal, wir können die Map so offen halten nebenbei, warte. Warte, so mache ich das Overlay weg. Wo mache ich das Overlay weg? Neben N. B. 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 So, dann werden wir mal mit auf... Oh, Moment, ist das die Höhle? Wirklich? Die Höhle? Okay, das ist doch die kranke Höhle. Eieiei. Oh, wei, oh, wei. Sind wir schon stark genug? Na komm, wir testen es einfach. Mehr als auf den Sack kriegen können wir ja nicht. Von daher, Angriff. Na, Griechen? Gut, dass die nicht so schnell sind, ne? Sie sind zwar stark und sehen gefährlich aus. Okay, im Angriff sind sie dann wohl doch noch schnell. Aber im Laufen sind sie nicht die schnellsten. So, drauf da. Oh, gut, verteilen können sie. Au, au, au. Aber viel Schaden macht die jetzt nicht, muss ich sagen. Was so eine Rüstung schon bringt, ne? Das ist der Wahnsinn. Klar machen wir jetzt auch mehr Schaden und haben mehr Verteidigung, aber... Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir noch wirklich ein bisschen aufpassen. Nicht zu... sicher werden, aber wir haben ja 32 Tränke haben wir jetzt noch. Also wir haben ordentliches an Tränken gesammelt. Sehr nice. So, auf die Panzergrille darauf. Da können wir es dann auch schon mit Skorpion aufnehmen. Ich weiß nicht, wie die mit der Stärke zu vergleichen sind, die beiden. Tiere, Monster, ich weiß nicht, was es sind. Nice! Panzergrille ist down. Leicht war es nicht, definitiv nicht, aber wir haben es geparkt. Vor allem sind da ja auch zwei Skorpione drin, ne? Wenn ich mich recht entsinne, aber Hähnchenkeule können wir noch essen. Na gut. Waren hier nicht noch Falter irgendwo? Okay, anscheinend sind die Falter hier alle weg. Interessant. Druidenschilling. War das die Höhle? Warte mal. Das muss die sein jetzt hier, ne? Wo wir gerade sind. Wenn ich jetzt mal auf... Ne, nicht C. Aufs Questlog gehe. Ja, es ist die. Gut, dann kümmern wir uns erstmal darum, wenn wir hier gleich am nächsten dran sind. Es ist die mit den Skorpionen. Was ist da? Ne, es ist ein Wolf, oder? Moment, was ist das? Halt, das, da ist eine Truhe. Ich glaube, in der Höhle waren wir noch gar nicht. Ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Klein Rubin. Okay, wie nice ist das denn? Wir können wieder einen Ring schmieden. Sehr cool. Ein kleiner Rubin. Was ist denn da? Was zur Hölle bist du?
Gnom? Ach doch, ach, das sah größer aus. Das sah viel größer aus. Eben gerade irgendwie. Weil das sah so komisch aus. Okay, wir sehen ja gar nichts hier. Oh, zwei Gnome. Eieiei. Dann kommt mal her. Ja, so steht ihr perfekt. Beide seid ihr gerade im Nahkampf. Ach, ihr seid hier überhaupt kein Problem mehr. Ha! Das ist ja ein Witz. Schaden macht ihr auch nicht. Da kann man ja schon unvorsichtig werden. Schau euch das mal an. Ha! Gar nichts machen die mehr an Schaden, die Gnome. Okay, das Schwert hat sich wahrscheinlich hier irgendwo weggebackt. Oh Mann. Naja, egal. Okay. Aber vielleicht bleibt das nicht nur bei Gnome. Wir sollten die Augen aufhalten. Fallen. Fallen, fallen. Fallen wie diese. Können wir da rüberspringen? Aber was bringt uns das? Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Beere. Bärenstrauch. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Okay, gibt's hier Hebel? Ich muss mal eine Fackel anmachen. Gibt's hier irgendwo einen Hebel? Da hinten ist ein Hebel. Kann ich den auch mit einem Bogen betätigen? Hä? Na, ich glaube nicht. Ist das ein Schalter da an der Wand? Oh, wow. Ne, ich glaube auch nicht. Okay, können wir hier rüber? Schauen wir mal. Ich glaube, hier können wir auch nicht rüber erstmal. Gut, wir haben mit Zaubersprüche. Aber hier kommen wir auch nicht vorbei. Da gibt es ja gar keinen Schalter an der Wand. Es muss doch aber auch ohne Zaubersprüche gehen, oder? Wie kommen wir denn an dem Dingens vorbei? Hab ich hier was übersehen? Hab ich hier was übersehen im Eingang? Ach, da ist ein Knüppel. Da ist der hingeflogen? Okay, interessant. Hab ich hier was übersehen? Irgendwas, was wir... Ja, die Beere haben wir jetzt hier mitgenommen. Irgendwo ein Schalter? Den man hier übersieht einfach. Hier ein Schalter. Ich sehe da den Hebel da drüben, aber... Ich glaube, der Hebel würde nur das Tor öffnen. Hier ist auch keine Art Schalter. Ich weiß, wie wir hier rüberkommen würden. Mit Nautilus-Ding, aber da will ich ja. Oder mit Levitation. Aber eigentlich will ich da drüben. Ich versuche einfach mal Telekinese und versuche den Hebel da zu drücken. Haben wir noch Telekinese? Ja, 5 Stück, okay. Jetzt ist die Frage, ob das deaktiviert ist hier. Tatsache. Dann ist das deaktiviert. Gut. Ja, anders habe ich mir jetzt nicht zu helfen wissen können. Da hätten wir mit Nautilus durchgehen können, wahrscheinlich. Und da. Ist ein Gnom. Ein Einzelner. Und da ist eine Leiche. Boah, Alter. Wirklich von einem Gnom. Okay. Das habe ich gesehen, wo die Waffe hingeflogen ist. Oder die Sichel. Alter, echt Keule. Ein einzelner Gnom. Oh, Nathan. Feuerkristall, Pilz, Fläschchen. Kacke. Oh, zwei Perlen. Oh Mann, Kollege. Das war doch nur ein Gnom. Gut, hier könnten wir jetzt Nautilus durch. Jetzt ist es interessant, ob die Falle auch deaktiviert ist, wenn wir... Weil hier ist ja auch auf einem Haufen. Ja, hier ist auch deaktiviert. Es gibt, glaube ich, einen Trick, wie man hier rüberspringen kann. Ohne dass man Nautilus oder Levitation verschwendet. Gut, Nathan haben wir gefunden. Das war keine große Höhle. Ich glaube, darauf hat es auch nicht basiert. Oder das war auch nicht der Zweck dazu. Wir machen mal die Perlen auf. Ach, ey, Quatsch. Wow. Wow. Wir machen mal die Perlen auf, ja. Gut. Der Kristall des Feuers, den haben wir schon mal. Kisten für die Vulkanfestung. Haben wir noch was für draußen?
die Artefakte auf jeden Fall. Und wir haben ja noch was von Severin, ne? Wir haben ja noch was von Severin. Das würde mich mal interessieren, ob wir da irgendwie schnell hinkommen. Alter, diese Geräusche. Ich habe ein leichtes Kribbeln in der Nase gerade. Das habe ich auch noch gesehen, die Goldhand. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Haben wir keine Spitzhacke mehr oder haben wir die schon ausgenommen? Okay, anscheinend haben wir die schon ausgenommen. Na gut, wenn das Spiel sagt, wir haben das schon ausgenommen, haben wir das wohl schon ausgenommen. Hier ist Kraut. Nee, okay, kein Kraut. Okay, was ist hier? Wieder so ein Altar. Interessant, hier können wir nichts mehr mitgehen lassen, ne? Gut, hier waren wir ja auch schon. So. Hier runterspringen ist, glaube ich, nicht die allerbeste Idee. Aber... Wie kommen wir denn da hin? Moment mal. Wie kommt man denn da hin? Reicht Akrobatik so hoch? Oder müssen wir dafür Levitation... Oder warte mal. Können wir von einem... Was sieht das mit dem Buggy aus? Ich weiß. Aber das sollte doch reichen für Akrobatik, ne? Namenloser Bandit. Noch einer. So enden wir alle mal. So einen hatten wir doch schon mal, ne? Hier ist was vergraben. Und erinnert ihr euch noch? Den einen konnten wir nicht öffnen. Fuck, wo war der? Der war direkt neben dem Haupttor der Hafenstadt. Direkt neben dem Haupttor irgendwo, links oder rechts. Ach, die Wälder konnten, das ist doch immer was Schönes. Und ja, was mit dem Schatz? Ich hoffe, Schlösserknacken reicht dafür. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Fuck, wirklich? Machen so einen Schlüssel dafür. Okay. Okay, hier gibt's Levitation, hier gibt's so eine... Ist wieder so eine Kugel, so eine Kristallkugel. Interessant. Kommt man hier nicht anders weg? Na gut, wenn ich mir vorstelle, wie wir hier hingekommen sind. Also schweben wir... Das ist über dem Bauernhof hier. Interessant. Ja, wollen wir mal hier rüber schweben, wa? Wollen wir mal sanft darunter schweben. Schade, dass wir das nicht mit... Dass wir die Kiste noch nicht mit draufgehen lassen können. Ich hoffe, wir finden die Schlüssel irgendwann, ey. Und wo ist sie? Wo gibt's diese Schlüssel? Würde mich auch mal interessieren. Also ihr habt ja gesehen, hier mit Leertaste können wir aufsteigen. Aber das verbraucht halt echt schnell die Mana. Und so geht die Mana halt nur recht langsam runter, ne? Was ist hier passiert? Das ist gar nicht Severins Hof. Oder? Das sind unsere Freunde hier. Hallo. Kann fliegen. Hey, Tristan. Oh Gott, jetzt habe ich, glaube ich, einen großen Umweg gemacht, wa? Ich habe genügend eigene Sorgen. Okay, mit denen können wir nicht mehr sprechen. Tellur! Das ist zu riskant. Nice. Aber wie kommen wir denn jetzt nochmal zu Sever? Weißt du was? Wisst ihr was? Wir sind jetzt hier, ne? Ganz ehrlich, da kenne ich jetzt nichts. Jetzt machen wir das Ding mit dem Lagebericht. Wenn wir jetzt schon hier sind, dann gehen wir halt danach zu Severin. Bietet sich auch an, das erst zu machen. Die nächste rechts. Und dann geradeaus, dann gibt es drei Abzweigungen und dann wieder rechts. Alter, wir kommen dem Sumpf gefährlich nah. Da möchte ich eigentlich gerade nicht hin. Aber vielleicht sollten wir auch einfach mal... Ey, das kennen wir doch auch noch hier. Hast du die Sarah eigentlich mal geholt? Ist Sarah hier? Neil? 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 Ach, du wolltest sie, glaube ich, zu den Banditen bringen, ne? Großer Sumpf. Also vielleicht wird das jetzt erstmal unser Ort, wo wir ein bisschen Zeit verbringen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt viel Zeit verbringen können. Wegen unserer Taten. In der Hafenstadt, im Sumpf, im Banditenlager, aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Okay, wo geht's hier hin? Wollen wir hier schon mal? Viel Angst habe ich jetzt hier nicht mehr, ganz ehrlich. Hier ist von Kyler, aber ey, die machen zwar Schaden, aber guckt euch das an. Easy. Aua.
Das stecke ich jetzt auch gerne ein, wirklich. Also da habe ich kein Problem jetzt gerade mit. Das sind drei Schläge und Keiler sind da. Und wenn ich mir vorstelle, wie schwer das war, vorher die Power abzuziehen, wenn ihr euch noch dran erinnert. Hier, hi, Stachelratte. Greif mal an. Ja, greif halt an. Muss ich dich halt so K.O. hauen. Dann muss ich dich halt so umhauen. Hm, hier ist noch eine, okay. Interessant. Ja, ist ja gut. Ja, du willst deinen Freund rächen. Sorry, aber ihr müsst mich auch nicht einfach so angreifen. Na, von daher läuft das doch hier. Wo sind wir hier? Ich lass mich schon wieder ablenken, Mensch. Diese Welt. Ach Mensch, dieses Spiel ist so großartig. Okay, zwei Wölfe. Das Wolfos. Das war natürlich kein perfektes Spanisch. Spanisch hatte ich nie. Ich hatte Französisch im Unterricht. Wölfe! Stellt euch mal bitte hintereinander. Ja. Okay, wenn wir mit dem guten Schlag treffen, ziehen wir ihn schon zwei Drittel Leben ab. Das ist ja gut zu wissen. Oh, da war ein Lag. Da war ein Lag. Der hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Aber ey, die Wölfe kriegen wir jetzt auch down. Vielleicht sollten wir uns auch diese Stachelbrecher-Ding da holen aus der Hafenstadt. Aber da will ich ja jetzt erstmal noch nicht hin, weil wir da schon so viel Zeit verbracht haben. Wobei ich mittlerweile glaube, dass sich das schon ein bisschen revidiert. Also wir haben zwar schon einige Parts da verbracht, aber wo kommen wir denn hier hin? Nochmal Wölfe. Wölfe, ja, Wölfe natürlich. Oh Gott, fall nicht darunter, Cool. Oh. Ich möchte euch gar nicht killen. Ja! Aber wenn ich friedlich an euch vorbeilaufe, das seht ihr ja auch nicht ein. Okay, wo zur Hölle sind wir hier? Ich hab genügend eigene Sorgen. Lass dich nicht aufhalten. Probier's woanders. Was denn? Ist das ein Zwischenlager oder was ist das hier? Oh, auf jeden Fall ist hier so ein Wasserfass. Aber ja, das sah einer aus wie Severin, ne? Der ist so ein Kommandant ähnlich. Schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt nicht. Okay, die Truhe sollte ich erstmal nicht looten. Wer bist du denn, Rudolf? Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Ah, ihr seid das. Wir brauchen Unterstützung, verdammt. Doch, die sind das, okay. Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Sehr gut. Und, was hat er gesagt? Schickt er endlich Verstärkung oder was? Nein, er sagt, er könne nicht. Er habe selbst im Moment genug Probleme. Ach, verdammt, ich hab's geahnt. Er lässt uns einfach hängen. Da hilft wohl nur eins. Wir müssen schneller arbeiten, sonst sind wir bald alle Fischfutter. Danke für die Nachricht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Geh zu Severin und sag dem Mistkerl... Na, egal. Sag ihm einfach, dass wir noch leben. Das sollte reichen. Kann ich euch helfen? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Was ist? Kann ich euch hier nicht helfen, Kollegen? Ich möchte helfen. Ich bin ja jetzt hier nicht... Doch, hier ist das Zwischenlager, okay. Ich möchte euch doch nicht hier sterben sehen. Mach was anderes. Wow, kann ich die hier einfach mitgehen lassen? Pff, kümmert sich auch kein Schwein drum, ne? Habe ich mir schon gedacht. Leute, ich würde helfen. Oh, zwei Keiler. Komm. Das sind schon vier Keiler, okay. Komm, die können wir ja schon mal ins Lager locken. Dann, dass uns die Freunde hier helfen können. Echt so. Der hat echt keine Chance gegen uns. Ich hoffe, ich habe jetzt den einen Rekruten nicht getroffen, ne? Okay, wenn die Akku nicht auf mich haben. Nein, nicht den Rekruten. Nein! Ich hab den die werden gleich alle auf mich gehen, ne? Den holen wir wow. Uns! Okay, hätte ich den zweiten jetzt nicht getroffen. Ah, Kacke! Oh, wann habe ich letztens zwischengespeichert? Ja, schnell gespeichert. Ich hoffe vor den Keilern. Ja, vor der Truhe, okay. Ah. Aber vier Keiler sind doch ein bisschen viel dann auf einmal. Ich würde aber schon gerne wissen, wo es da hinten hingeht. Von daher will ich das jetzt nochmal versuchen und lasse ich halt denen die Arbeit machen.
Vielleicht kann ich den Todesschuss ja quasi setzen. Komm. Ah, der sucht sich gerade. Hauptsache, der da hinten hat noch nichts gepeilt. Den schnappen wir uns. Der hilft nur mal ein bisschen, Kollegen. Hauptsache, die haben schon genug Probleme und ich schleppe hier noch 4, 3 Keile an, ne? Das war's schon. Nice. Die Viecher können einem echt den Tag versauen. Ja, das stimmt. Okay, ich habe den einen zwar getroffen, aber das war nicht so schlimm. Um den einzelnen kümmere ich mich selbst. Ist der da festgebackt oder was macht er da? Boah, der Bogen zieht aber auch schon ordentlich. Ja, okay, sind halt die ersten Viecher, ne? In welchem Part wir so das Ding das erste Mal gesehen haben. Die haben zwar sehr viel ausgehalten, waren auch sehr stark. Aber mittlerweile sind wir halt wirklich gut drauf. Dieser Rekrutenrock, der ist eigentlich schon wirklich eine sehr, sehr coole Rüstung. Kann man schon sagen. Okay. Habe ich hier nicht noch irgendwo eine Stachelratte vorhin gesehen? Na, guck mal, ein Druidenschierling. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Gut, dass man einfach drückt und nicht liest. Wo kommen wir hier hin? Wo sind wir denn hier? Was ist das denn da für ein Haus? Meine Güte. Oh Gott, Erkundung. Hochdreif. Gnome. Gnome sind gut. Ich guck gleich auf jeden Fall nochmal bei Rudolf und so, ob wir denen da helfen können. Ist das nur einer? Es sind zwei, mindestens. Drei. Da kommt auch schon was geflogen. Kein Häuptling? Nur drei normale Gnome? Ey. Ein Wolf. Werkzeugbeutel, nice. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Der Wolf kam hier gerade gefährlich nahe. Hallo? Was bist du denn für einer? Schwarzer Wolf. Okay. Hauptsache schwarzen Wolf. Okay. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Eine neue Art von Wölfen? Fuck. Freunde? Aufgepasst! Das ist hier gerade uncool. Okay, das ist eine Eins. Alter, was die aus... Alter, was die Schaden an Schaden drücken. Okay. Daran konnte ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Wo ist denn der eine da hingebackt jetzt? Okay, der andere ist auch schon down. Nice. Okay, lass den da vielleicht mal rauskommen. Der ist da irgendwie komisch festgebackt. Wo ist denn der? Ich sehe den nicht mal. Da ist einer gestorben von den Rekruten. Das ist scheiße. 120 Erfahrung. Novizenstab. Oh nein. Zwei Rekruten sind gestorben. Novizenstab. Kacke. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Oh, ich fühle mich da jetzt ein bisschen schuldig für. Aber ey, wer kann denn auf einmal hier schwarze Wölfe? Die habe ich hier überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wirklich überhaupt gar nicht mehr. Was haben die... was haben die da bewacht? Also, das möchte ich mir angucken. Das muss ja schon sehr mächtig gewesen sein, was die da bewacht haben. Drei Gnome, drei schwarze Wölfe. Die findet man ja nicht mal eben so. Und wenn, ist es ganz schön mies. Das gucke ich mir hier auf jeden Fall an. Da will ich nochmal zurück. Wo war denn das genau? Es war gerade zu da, ne? Ja. Ich habe jetzt gedacht, dass es irgendwie auch so langsam hier angekommen ist. Ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwie so ein Kollege.
So, ich hoffe, man hört mich wieder. Ich hatte gerade Schwarzbild. Ich hoffe, meine Aufnahme ist nicht abgekackt. Ich versuche das rauszuschneiden. Aber ich hatte gerade Schwarzbild. Okay, drei Keiler. Die müssen auch irgendwas bewachen. Die müssen da doch auch irgendwas bewachen. Schauen wir mal, dass wir die down kriegen. Und wie wir die down kriegen. Ich möchte nicht die ins Lager locken. Ich möchte da nicht noch mehr Schaden anrichten. Ah, hintereinander, so steht der. Par excellence. Ihr macht ja auch nicht mehr so viel Schaden. Von daher kann ich euch schon ordentlich jetzt mitgeben. Nice, Level up. Sehr schön. Lohnt sich doch hier zu arbeiten. Wir haben schon zwei einige Tränke jetzt verbraucht, aber ey. Lohnt sich hier zu arbeiten. Stahlrolling? Aber die Wölfe kamen ja da. Die Heldenkrone haben sie bewacht. Sieht so aus, ne? Ja, sieht wirklich so aus. Interessant. Hier geht's auch nicht weiter. Was haben denn die Keiler bewacht? Okay. Hier ist nichts mehr. Da hinten waren die Keiler, ne? Hier haben die sich doch gesuhlt. Ah, eine Uga-Wurzel. Nice. Und eine Wichtelkappe. Sehr schön. Dafür haben wir ja diesen Zaubertrank. Ich glaube, wenn wir diesen Stärketrank der 5 Stärke gegeben haben, wenn wir den der 5 Stärke gegeben hat, wenn wir den das Rezept dafür finden, können wir die Uga-Wurzel dann, glaube ich, auch dafür benutzen und statt 1 Stärkepunkt 5 Stärkepunkte kriegen. Was natürlich schon sehr nice wäre. Da schauen wir auf jeden Fall mal vorbei. Boah, ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Aber ich würde sagen, hier war doch noch dieses komische Haus, ne? Was ist? Ach, guck mal. Der Kollege ist raus da. Ist die abgeschlossen? Ich hoffe nicht. Oh fuck, oh nice. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Ring abnehmen. Jetzt klauen wir den auch noch hier die Sachen, ey. Aber wie viele Tränke hier zusammengekommen sind, ne? Das ist der Wahnsinn. Durch dieses Looten der Kisten endlich. Okay, hier sitzen jetzt nur noch einer statt drei. Später vielleicht. Kann ich euch denn hier irgendwie helfen? Mit eurer Höhle hier? Was ist denn das? Sieht nicht aus wie eine... Doch, da ist ein Eingang. Ich würde mal sagen, da gehen wir mal im nächsten Part einfach rein, oder? Ich will denen helfen. Zuerst mal gucken, ob ich vielleicht... Warte mal, ich gehe mal wieder gucken. Vielleicht dürfen wir da ja sogar gar nicht rein. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Okay, wir dürfen da rein. Gut, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir stellen uns hier neben den Burschen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind aus der Vulkanfestung raus. Wir erkunden die Welt. Schauen mal, was wir im nächsten Part da in der Höhle finden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Leuten hier geht's gut. In Anführungsstrichen, wir haben gerade 2 Leute verloren. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Freunde. Ciao.